Hier wieder beim Koali und es geht weiter mit Baldur's Gate 3. Wir sind hier immer noch in unserem Lager. Need to find a way forward. Und jetzt nicht mehr. Die Grimmschmiede. So, hier. Waren mal ganz viele Zwerge und haben hier dran gearbeitet. Aber irgendwie sind da keine mehr. Normalerweise kommt man hier durch. In den Schmiedeteil. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie, wenn ihr hier irgendwie nicht durchkommt, wie man da auch noch hinkommt. Mal hier mal kurz gucken, was hier drin ist. Mitnehmen. Fackeln. Dann müssen wir nämlich hier rüber. Und ich bin mal gespannt, ob das irgendwie einen Unterschied macht. Ob man jetzt von dieser Seite oder von dieser Seite da reingeht, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, denke ich. Halt bestimmte Sachen irgendwie macht oder nicht macht. So, hier gibt es nämlich ein Gap. Da kann man rüberspringen. Und dann kommt man in den Part rein, zu dem man eigentlich erst da drüben kommt. Das ist halt auch ein ganz cooler an dem Spiel. Dass man... Na, Carla, schaffst du es? Jawohl. Und ist ja das Coole an dem Spiel, dass man immer verschiedene Wege hat, zu bestimmten Sachen hinzukommen. Wir haben auch schon den zweiten Eingang zu dem Hexenunterschlupf gefunden. Ein Skelett. Maybe I need more pockets. So. Hier geht's jetzt hier in den ersten Teil rüber. Und da müssen wir auch hin, weil wir brauchen da ein paar Ingredienzien, um nachher was schmieden zu können. Hat. So. So. Musst du kurz mal Pause machen? Also normalerweise kommt man dann da drüben an und kann dann hier irgendwie so rüber und auf dieser Seite hier drüben gibt es auch noch was für Schattenherz, das holen wir uns nachher auch noch. What's inside? Hier ist es irgendwie sehr hilfreich, wenn ihr hier Charaktere habt, die Mage Hand haben oder fliegen. Careful, I bite. Hardly a challenge. Weil es hier so ein paar Mechanismen gibt, die man damit besser aufpassen kann. Let's get going. So, und in diesem Bereich hier da unten waren wir schon.
Kennt ihr den? Habt ihr erkannt hier, wo wir die Blobs besiegt haben? Und hier unten müssten wir nachher die die Gnomen gefunden haben. Und hier wollten wir uns eigentlich hoch teleportieren, aber das ging ja irgendwie nicht. Oder habe ich irgendwie nicht hingekriegt? These are Sharon weapons. I would recognize the Night Singer's blades anywhere. Okay, kann man aber nicht mitnehmen anscheinend. Gesänge der linken Herren. Warum man dafür jetzt irgendwo auf diesen Tisch da drauf klettern muss, um das aufzuheben. Aber wir sind ja klein, vielleicht kann man sonst nicht dran oder so. Hier ist ein Schlüssel. Und hier oben. Genau, das haben wir gesucht. Die Schildgussform. Und man kann sich nämlich hier unten in dieser Grimmschmiede zwei Sachen schmieden. Und die Waffen sind alle nicht so cool, aber die Rüstungen und vor allen Dingen das Schild ist ziemlich cool, finde ich. Und man braucht halt die Gussformen dafür. Und zusätzlich noch besonderes Metall oder Legierung oder sowas. So, und hier ist jetzt noch ein Encounter drin, glaube ich. Aber erst muss der Astarion die Tür aufmachen. Symbol. Aber gar nicht so einfach. So, sie ist zuerst dran. Verschwenden wir unseren Dreier-Zauberplätze jetzt schon? Wie viel kommen noch? Wir kommen noch 1, 2. Komm, wir machen das jetzt mal hier. Wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen. Gleißenden Schaden. Schutzgeister einmachen. Und dann jumpen wir hier mal rein. Jetzt nichts mehr machen, weil wir haben den Zauber gewirkt, wir haben eine Bonusaktion mit Springen gemacht. So, was haben wir denn hier? Zwei Leuchtkugeln, vier Leuchtkugeln, vier Leuchtkugeln, zwei Leuchtkugeln. Also die sind wahrscheinlich nicht so cool drauf und die schon leider. Trotzdem trifft er noch. Trotz unserer hohen AC. Was hat er denn irgendwie? Wurde getroffen. Wir haben minus 3 von Leuchtkugeln bekommen. Also man kriegt irgendwie nach der ersten Leuchtkugel anscheinend. Oder hat er immer noch? Der hat jetzt noch 3 Leuchtkugeln. Okay. Also wenn er dran ist, kriegt er einen Abzug. Und. Oder hat er vorher mal, als er geschossen hat? Pfeil des rollenden Donners. Rettungswurf verfehlt. Ne, da hat er auch schon minus 3 gekriegt.
So, wo waren wir aber jetzt hier? War, hier getroffen. Also er hat plus 3 Übungen, das negiert sich mit der Leuchtkugel, Stärke-Modifikator. Und wir haben nur eine Rüstungsklasse von 18 und er hat halt ziemlich hoch geworfen. Schaden 10. Ja. Okay. Dann müssen wir uns jetzt mal remongieren hier, würde ich sagen. Zack. Und was ist denn das überhaupt? Das ist ein Unhold. Okay. Nochmal 5. Und nochmal 3. So beenden. Survival is all that matters. Ja, den hauen wir jetzt aus der Latschen hier, ne? So. Eine helle Bade. Dann haben wir jetzt den noch aus dem Leben. Sehr schön. At the ready. Schön in die Schutzgeister rein. This is my happy place. Na, wenn das so ist. Under their noses. So, was machen wir mit Carla? Ich würde sie jetzt nicht verwandeln wollen. Mal einen Blitz auf den. Ist der auch raus? So, braucht der, wurde getroffen, Feuerschaden? Was? Höllenschwein hat verloren, Schutzgeister. Höllenschwein. Und noch eine Leuchtkugel. Ockergallertschleim. Alchemistische Zustand für Exil der tückischen Bewegung. Okay. Da steht auf jeden Fall noch ein Exil der Feuerresistenz. Das ist eine komische Maske. Ich erkenne das. American Warren. But they won't fight without the commander. Hier ist noch eine schöne magische Armbrust. Handarmbrust. Die hat allerdings keinen. Doch, hat sie wohl. Aber nur zustandsbedingt. Plus. Kein plus 1 Schaden. Nur wenn die Ziele brennen. Ich glaube, da sind die Boa-Armbrüste, die wir bis jetzt haben, ganz gut gegen.
senden wir mal ans Lager. Vielleicht kann sie irgendwann mal jemand benutzen. Die Pfeile geben wir hier auch an Astarion. So, den Rest. So. Brauchen wir mal dringend eine bessere Rüstung. Rüstung 19 wegen dem Schild. Hier ist auch 19 wegen dem Schild. Ja. This way. Aber wir sind ja jetzt gleich dabei, uns eine bessere Rüstung zumindest zu craften. So, den hatten wir schon besucht, ne? Da war nichts drin. So, hier haben wir noch ein paar Skelette zum Durchsuchen. Nix. Nix. Ich finde es übrigens auch erstaunlich. Ich schaue gerade so ein Let's Play von Baldur's Gate. Und ich glaube, hier kommt man schon irgendwie hoch, ne? Aber haben wir ja nicht geschafft gehabt. Naja. Und da spielt jemand, der so überhaupt gar keinen Wert darauf auf Werte und so legt. Super lange, also immer noch in diesem Bereich jetzt hier auch mit den Startrüstungen rumläuft und so. Und auch überhaupt keinen Wert auf AC legt und so. Und bei den Aufstiegen Werteverbesserung, nee. Und ich finde es einfach nur total interessant, dass das Spiel trotzdem funktioniert, obwohl man das halt nicht macht. Ist halt schwieriger. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Aber es funktioniert. Also macht euch da keine Sorgen, wenn ihr das spielt und ihr wisst nicht irgendwie, was ihr da machen sollt. Ihr kommt mit allem irgendwie durch. Macht sich's nur ein bisschen schwieriger. So, was haben wir denn hier? Ist dann hier runtergesprungen oder hier hochgelaufen. Also hier sind wir mit dem Schiff angekommen, ne? Tracks. Arrows and the bloody tracks of short legs. Someone went gnome hunting. Dann bestimmt hier runter. Ja, hier sind ja die weiteren Blutflecken. Ja, ja, ja. So, also da drüben. Traps, schade. Also hier gibt es wahrscheinlich auch nochmal Traps. Hier sind alles voll mit Fallen übrigens. Ja, aber hier kommt man irgendwie so, wo Koali mit seinem hohen Stärkewert darüber springen kann. Mal kurz speichern. Aber ich meine, es geht nicht. Ne, zu weit entfernt. Mit Fliegen ging's. Aber dafür gibt es ja hier vorne diese Konstruktion hier.
Weil ich mir hier gerade nicht sicher bin, ob man die von dieser Seite überhaupt bedienen kann. Weil hier vorne kann man sie mit so einem Hebel bedienen. Aber in die Mitte kommen wir auch so, glaube ich, ne? So, auf diese Weise hier. Aber hier nicht. Also wenn ihr keinen Bock auf Fallen habt, ist dieser Weg auf jeden Fall besser. Da unten gibt es auf jeden Fall noch ein Lazulit. Wie kommt man denn da unten hin? Irgendwie hier runterspringen oder so? Gibt es noch eine dunkle Justiza und hier haben wir noch eine Krummsäbelgussform. Wie gesagt, die Waffen sind nicht so geil. Und jetzt kann man hier noch die hoch und runter machen. Und vor und zurück. Hier ist der Platz, wo wir eben gekämpft haben mit dem Mir. Aber anscheinend kommt man hier tatsächlich. Vielleicht hier. Nicht darüber. Na, hier geht's vielleicht. Ja. Hätte ich mir jetzt extrem schade gefunden, wenn das nicht gegangen wäre. So. Die anderen haben wieder keinen Bock zu springen. What's next, I wonder? Läuft's halt hier jetzt ein bisschen. Let's try this way. Wo läufst du denn hin? Manchmal, also. Ziel ist zu weit entfernt. Also wenn Astarion das geschafft hat, dann musst du das doch auch schaffen. So. Flieg mal hier rüber. So. So, jetzt haben wir nur noch das Problem, dass sie das nicht machen will hier. Ist Astarion das doch auch noch? Stärke 8. Warum kann der denn? Warum kann. Du bist sogar Stärke 10, bist sogar besser im Springen als Astarion. Weiterentwickelten Sprung. Okay, deswegen vielleicht. Ja, wie kriegen wir dich jetzt darüber? Müssen wir das überhaupt? Also klar, wir können jetzt hier fliegen. Oder Nebelschritt machen. Ob
Opfern wir dafür eine Flee-Schriftrolle? Na komm. Großer Flug. So. Und dann können wir alle wieder zusammen und können hier weitergehen. Let's move. At the ready. So, und von hier aus müsste man dann ja auch darüber kommen. Hier ist ein bisschen Fleischwurst. Da unten ist der Platz, wo die Gnome entsorgt wurden. Pfirsich und Aprikot. Es braucht. So, jetzt haben wir hier jede Menge Fallen. Sind wir schon mal durch? Weg. Und weg. Ja. So, das ist überhaupt die richtige Richtung. Ja. Also hier kommt ihr sonst rein. Hier so. So. One step at a time. Wahrnehmung fehlgeschlagen. These things have stayed interesting. Was, wenn man jetzt das Ding denn jetzt ausgelöst worden hier? Come on, let's go! Danach jetzt eigentlich hier hinten rum. Das Tor kann man übrigens nicht sonderlich gut aufmachen. Die Kamera, ne? Die Kamera macht's möglich. Erstmal noch hier vielleicht. Dann noch hier.
Da kriegen wir nämlich dann hier schön eine Rüstung. Yo! Yo! Das nehmen wir auch mit. Nicht erreichbar. Naja, eigentlich brauchen wir hier sonst nichts mehr. Das heißt, wir fliegen mit ihr jetzt dann hier rüber. Wusch! Where to? Das ist übrigens auch recht gut mit dem Fliegen. Skelett. Mal eben schon geguckt, ne? So, jetzt müssen wir nur die anderen. No one back home will ever believe this. Wieder zurückkriegen. Breathe deep and move. So that's progress. Oops. So. I'd love to, thanks. Frage ist jetzt, ob Kadach hier die Hebel bedienen kann. Kann es ja noch. Perfekt. So, weiter geht's wieder hier drüben. Still breathing, despite everything. Nein, nein, nein. Ach, Leute. Ihr müsst doch wieder hier drüben auf die Plattform. With haste. Hier kann man nämlich jetzt auf diese Plattform oder ihr könnt auch hier runter jumpen, aber dann seid ihr wieder da, wo ihr die Leute verprügelt habt. Platform's covered in rust. Must be older than bone dust. So, sehr schön. Soldier. Weg ist unterbrochen. Nein. So. All's well that ends. Not as bad as it could have. So. Einmal. Whatever comes, I'm ready. Zweimal. Keep your distance, darling. Dreimal. Making me sweat. Ja, für Karlach ist das Ding ja kein Ding. So.
wir jetzt einen Wegpunkt. Das ist auch sehr schön. Light on my feet. So was zu machen gleich. Can't afford to stay idle. This way. Dann haben wir das wieder aufgeladen danach. What a charmer. Ein bisschen Platz machen. Is that blood? No, never mind. There's no time to waste. Also springtechnisches Wunder. So. Machen wir Busch vor. Sehr schön. What might you be hiding? Trank der Unsichtbarkeit. Dunkler Justiziarhelm. Plus 1 auf alle Rettungswürfe. Wenn der Träger angegriffen wird, wird er von Schatten verschleiert. So. Ich glaube, hier machen wir, ist einmal ein guter Punkt, um eine Kurzrast zu machen. Und dann einmal das Skelett noch zu durchsuchen. Hier gibt es noch einen Encounter, deswegen hole ich mir diese Sache jetzt gerade nicht. Das machen wir nämlich dann beim nächsten Mal. Bis dann und danke fürs Zugucken. Tschüss.